Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1. Wir befinden uns hier in der Hölle, lange nicht, gleich nicht mehr. Ich will mich vorher nochmal umziehen. Ich habe jetzt hier natürlich die schönen Sachen an. So, Schwarzeisen, ich probiere mal die ganzen Schwarzeisen-Sachen an, guck mal, wie das aussieht. Schwarzer irgendwas, Schwarzeisenhelm. Ja, wir sind natürlich ein bisschen schwer. Aber wir haben uns auch Havels Ring nicht an, ne? Havels Ring, so. Wir haben noch nicht die schnelle Rolle, das liegt aber auch eher daran. Ups. Ja, jetzt haben wir natürlich die schwere Rolle. dass wir ein Gewicht von 158 haben, das heißt, wir brauchen 116 insgesamt. Das sind noch vielleicht zwei Level. Ich würde sagen zwei Level. Solange ziehen wir mal den Helm um. Und steigen da auf unseren Ritterhelm, der sowieso besser ist. 6 Gewicht. 4,5. Ja. Jetzt haben wir hier 68 Gewicht. Und unser hat 50. 40. Und unser hat 23. 40. Und unser hat 39. Okay, wie viel Gewicht haben wir denn jetzt? Auf 113. Ja gut, dann ziehen wir noch unsere alten Hülsen an, ne? Und dann passt das. Ja. Haben wir unsere schnelle Rolle. Und wir können weiter. Versuch's mit kritischer Treffer. So. Wir teleportieren uns jetzt zum Feuerbandschrein. Und dann gehen wir... Ja, wo gehen wir denn hin? Das Einzige, was ich noch weiß, ist der Friedhof. Da haben wir uns auch nicht umgesehen, ne? Ich glaube, da gibt es noch Loot. Gehen wir doch erstmal zum Friedhof. Können wir noch ein bisschen entspannen hier am Anfang. Ein bisschen die Skelette schnetzeln. Der pennt wieder. So. Da ist schon mal der erste Loot. Aber wir one-hitten jetzt bestimmt die Skelette, also von daher... Jetzt können sie mir nix. Na kommt, steht auf. Bleibt liegen. Schön, dass sie langsam aufstehen. Das gefällt dem Zero. So. Loot. Ja, 60. Das ist nun wirklich nicht viel. Wo bin ich jetzt? Okay. Kurze Orientierung verloren. Ihr könnt auch weg. Ist hier noch Loot? Nein. Oh, du hast Loot gedroppt. Krummsäbel. Wäre bestimmt eine gute Anfangswaffe, wenn man die farmt. Aber gut. Weiß ich für meinen nächsten Durchgang, aber da werde ich eher wahrscheinlich einen Magier machen. Zweihänder. Ja. Hätte man sich eigentlich durchmogeln müssen, um den ganzen Kram zu holen. Das wäre es gewesen. Ich meine, die brauchen ja ewig zum Aufstehen. Dann holst du dir die geilen ersten Waffen. Wie einfach hätten wir es gehabt, hätten wir die gehabt. Ich glaube, dazu ist der Friedhof auch da, um sich die ersten geilen Waffen zu schnappen. Bist du auch auf die Knochen? Wahrscheinlich, wenn ich das Ding aufhebe, ne? Fernglas. Okay. Ist das auch irgendwas? Ansonsten gehen wir weiter. Hab ich irgendwas verpasst? Hier ist... Ne, hier waren wir schon. Na, hier geht's auch runter. Eine Höhle. Hallo, Höhle. Oh, hier ist es dunkel. What? Was soll das denn? Pass auf. Hier ist es so dunkel, dass ich tatsächlich Solaires Helm anziehe. Dann hat wenigstens sein Opfer einen Sinn gehabt. Guck mal, wie hell das jetzt ist. Schön. Oh, was zum... Wo kommst du denn her? Du musst ja nicht mehr schaden. Da explodieren sie vor Wut. Explodieren die Skelette eigentlich, oder?
Das sind bestimmt diese Köpfe. Kennt man aus anderen Spielen. Okay, das ist eine Leiter. So hast du mir jetzt keine Erfahrung gegeben. Wo kommst du denn her? Ich stehe wieder auf die Säcke. Hä? Typisch Skelette. Kein Wunder, dass ich keine Erfahrung bekommen habe. Nö, dann kämpfe ich aber auch nicht gegen euch. Das sehe ich nicht ein. Okay. Aber so stark sind die nicht, also hätten wir hier schon längst sein müssen. Ach, hi. Hier ist ja doch ein Weg. Was bist du für eine? Zombies? Oh. Leuchtfeuer. Hä? Ah. Das erklärt einiges. Weg mit euch. Also dann stehen die hier auch gleich noch auf. Wie soll ich denn jeweils das Leuchtfeuer aktivieren, wenn hier alles wieder aufsteht? Krummsäbel. Okay, schnell. Ah, das war ein Nekromant, den wir besiegt haben. Das erklärt einiges. Ich fürchte, das wäre der erste Ort, wo wir hingemusst hätten, um die Fürstenseelen zu holen. Weil es ist so einfach hier. Könnte ich mal Schaden machen. So, was haben wir jetzt gemacht mit dem Knöpfchen? Ist wahrscheinlich die Tür aufgemacht? Ja. Okay, ich muss den Nekromanten loswerden. Allerhöchste Priorität. Wenn der weg ist, stehen die Skelette auch nicht auf. Wie viel Schaden ich an denen mache? Ich bin viel zu spät hier. Jetzt mir so einfach machen können und hier noch ein paar Level farmen können. Schöner Backstep. Na gut, dann haben wir es wenigstens mal ein bisschen chilliger. Die nächsten Folgen. Ist auch nicht schlecht. Das ist alles nicht so stressig. Schubst mich nicht runter. Danke. Ich sehe explosive Köpfe. Ist doch gut, Jungs. Hier ist irgendwo ein Fall Bogenschütze. Ich habe ihn entdeckt. Geil. Er soll doch zerfallen und ich kann ihn nicht töten. Ich glaube, da war hinter mir einer. So, ich stehe aber nicht wieder auf, ne? Nein. Kommst du runter? Easy. Das Loot. Oh. Da schießt er durch das Loch, die kleine Potsau. Du bist auch so eine Potsau. Okay, Skelette sind zwar nicht stark, aber es sind halt viele. Und die stehen halt wieder auf. Und ich bin hier ziemlich orientierungslos. Weil alles so gleich aussieht. Ah, hi. Habe ich dich endlich gefunden. Weg mit dir, Nervensäge. Tanzt du denn da rum? Au. Da ist der Loot, den wir gesehen haben. Seele eines Soldaten. Dann kommen wir hier wenigstens mal fix voran. Nicht richtig? Oh Gott. Ich bin irgendwo runtergefallen. Und am Anfang. Und wo kamen wir? Von da kamen wir nachher. Ist ja widerlich. Aber hier ging es ja nicht lang, ne? Nee. Muss ja hier irgendwo lang gehen. Ah.
Okay. Das Magier Fuzzi. Gott. Die ausweicht. Ja, was zu weichen? Wie soll man so einen fliegenden Kopf treffen? Waffe in Gefahr. Der Bogen? Oh Gott, ich muss meine Sachen reparieren. Ist das der Bogen? Ups. Oh, das ist nur der Bogen, alles gut. Dann gehen wir ohne Bogen weiter. Nein, ich bin im Menü. Oh Gott, das erklärt einiges. Ja, der Magierfuzzi belebt sie alle wieder. Wir müssen uns beeilen. Okay, das ist definitiv sehr nervig hier. Seele eines Kriegers. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt haut doch ab. Oh, der hat mich pariert. Wie der mich pariert hat. Ah, die Brücke ist da. Was war das jetzt? Fand ich jetzt nicht so nett. Weg mit dir. Jetzt kann ich mich auch um die Skelette kümmern. Ist weg mit euch. Wie viele sind denn hier? Oh nee. Mr. Parierer. Kannst du voll knicken. Okay. Ich meine, die vertragen zwar nichts, aber es sind verdammt viele. Dankeschön, Spiel. Ach, ist das schön. Wenn alles einfach einen umbringen will, hier eine Milliarde Gegner sind. Hi. Oh Gott. Bleib doch tot. Oh nein, stehen die wieder auf? Die stehen wieder auf. Fuck. Aha, hast mich nicht erwischt. Wo ist der Quacksalber? Hier? Hier unten? Einer ist runtergefallen. Ist der Quacksalber? Könnt ihr nicht einfach runterfallen und mich in Ruhe lassen? Oh. Oh nein, jetzt soll ich hier springen. Geronimo. Ich habe kein Leben verloren. Er ist runtergefallen. Okay, der Quacksalber ist tot. Hallo? Das ist ja eine lustige Stimme. Okay, ich dachte, das wäre jetzt ein Boss.
Aber offensichtlich ist das ein Schmied, der mein Bogen reparieren kann. Nice. Okay. Yes, yes, very well. We'll get these old bones to work. Willst du noch mehr? What was that about? Don't be coming around here with them. Willst du noch mehr Glute? Glüte? Was ist die Mehrzahl von Glut? Why, that's an ember unlike any that I have seen. A very curious pattern. Could it be the flame of the legendary witch? I know. Suppose you left that ember with me. Old Manos would never let you down. No, not ever. Okay. Yes, splendid. Splendid indeed. My, oh my. You precious little thing. Ich hab noch mehr Glut. Hm? An ember? Okay, die mag er nicht. Kann ich Ausrüstung umwandeln? Verzaubertes Falchion. Okay. Ja, seit wann habe ich das Ding? Keine Ahnung. Waffe verstärken. Wie sieht's aus mit meinem Bogen? Der Langbogen braucht kleine Scherben. Ausrüstung reparieren. Ja, ja und ja. Weißt du, was das so billig, dass ich auch mache? Rüstung für. Nee. Ausrüstung reparieren. So. Ich meine, ist ja alles nichts wert hier. Kann man ja mal machen. Alles, was ich mal anhatte, mal reparieren. Bevor es kaputt geht. Oh, die Kristallsachen sind wieder da. Nicht genug Seelen. 10.500 Seelen. Ich hab's nicht bemerkt. Oh Gott, ich habe gerade Zehntausende von Seelen ausgegeben, um das zu reparieren. Okay, Kristallsachen nicht mehr reparieren, Leute. Das bringt gar nichts. Außer Frust. Ach du Scheiße, war das teuer. Ich hab's nicht gemerkt. Oh, Sonnenschild. Okay. Der Schild des Sonnenritters Solaire von Astora. Er trägt ein heiliges Symbol, aber da es Solaire selbst entwarf, hat es keine göttliche Kräfte. Tatsächlich ist Solaires unglaubliches Können ausschließlich seinem Training geschuldet. Oh, Respekt dafür, dass du so schnell umgekippt bist, als ich dich angegriffen habe. Aber ich will meinen Bogen wieder haben. So. Da ist noch Loot, da komme ich auch wahrscheinlich nicht mehr ran. Oh Gott, was ist hier los? Hilfe! Oh Gott! Okay. Okay. Ich hab's geschafft, dass ich einfach hier weiterlaufe. Nicht dein Ernst, Bro. Und jetzt ist hier auch noch der Boss. Wollt ihr, dass ich hier sterbe? Das ist das, was ihr wollt. Jetzt habe ich keinen Estus mehr. Okay, gehen wir so zum Boss. Was haben wir zu verlieren? Ich weiß, was wir machen. Okay, ich habe noch einen von den Dingern. Ah, ich wusste es, Boss. Warum nur? Warum nur? Ah, wir sind sowieso überpowered, ne? Für das Gebiet. Da müsste eigentlich mit zwei, drei Schlägen weg sein. Creepy. Die gucken sich gegenseitig an. Ist ja süß. Und creepy. Was kannst du? Du kannst dich vervielfältigen. Okay. Oh, nicht nett. Verdammt, ich muss den erstmal treffen können. Ja, das tut weh.
Okay, ein Schlag noch und er ist weg. Kunst des Entfachens. Was ist denn das jetzt wieder? Maske der Mutter. Eine der drei Masken des Feuerrats, des Nekromanten, der des Grabsfürsten macht Stahl und in den Katakomben herrscht. Diese Maske, die der gütigen Mutter gehört, erhöht die Zahl der TP geringfügig. Okay, gucken wir, wie viel wir jetzt haben. Wobei, das machen wir beim nächsten Leuchtfeuer, dann haben wir nicht maximales Leben. Und dann wissen wir Bescheid. Müsste jetzt eigentlich demnächst einer kommen. Irgendwann haben wir ihn besiegt. Pass auf, Schleichweg. Na gut, dass ich so leeres Helm an habe. Hier ist ja totale Finsternis und ich glaube, das ist kein Loot, das ist einfach nur ein Wegweiser ist. Aber dadurch, dass ich die absolute Sonne habe, kann mir nichts was erlauben. Seelekrieger. Gut, da bin ich am Anfang, ich habe das Rad gesehen. Deswegen gehe ich einfach hierher zurück. Müssen wir die Leiter nicht nochmal hochklettern. Ja, kein Leuchtfeuer hier. Das Einzige, was wir haben, ist ein göttliches Segen. Cool. Aber zum Glück habe ich das Licht. Ich bin gerade sehr glücklich, dass es so leer gestorben ist für mich. Grabmal der Riesen. Hey, ich kann dich schon sehen. Und du? Einfach so wert. Au. Scheiße. Das ist, der Typ geht hier richtig ab. Und ich brauche jetzt auch zwei Schläge für ihn. Oh Gott, bitte. Schenk mir ein Leuchtfeuer. Am besten noch bevor ich sterbe. Das ist sehr auffällig. Okay, das ist runtergefallen. Easy. Ich hoffe, gibt es hier keine Nekromanten, aber ich höre schon für einen Bogenschützen. Okay, er ist nicht tot. Oh Gott, es lebt. Und das ist es wert gewesen. Hallo du. Hast du hier ein Leuchtfeuer gesehen? Leuchtfeuer. Danke. Ich weiß zwar nicht, wer da oben ist, aber der wichtigste Punkt ist erstmal das. Okay. Aufsteigen kann ich nicht. Verstärken wahrscheinlich eh nicht. Er wird doch gar nicht aufgerüstet. Wieso statt da plus 5? Könnte ich den Instant plus 5 machen? Ne, ich bin glücklich. Was war dieses Entfachen, was ich bekommen habe? Gar nicht geguckt. Kann ich jetzt einfach so entfachen? Keine Ahnung, was ich da bekommen habe von dem Typen. Vielleicht kann ich jetzt irgendwas ein drittes Mal entfachen und hab dann 15. Sonst kann ich mir nicht vorstellen. Na komm, reden wir mit ihm. Ich weiß zwar nicht, wer du bist und wie du hierher kommst, aber naja. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Weiß nö. No?
Really? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but, well, we're friends now. So I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. Ich weiß ja nicht genau, ob man dem vertrauen kann. Ja, das war ja klar. Aber da liegt wirklich Loot. Angelogen hat habe ich nicht. Okay. This is what I do, my friend. The trinkets I'll be stripping off your corpse, that's the real treasure. Ja, du bist so tief in den Katakomben. Du musst auch am Boss vorbeigekommen sein. Merke ich gerade so an. Und daher finde ich alles so ein bisschen seltsam. Ja, aber gut. Gut, dass ich vorher... Hallo, hat er dich auch hier runtergeschubst, liebe Maid? You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights, my former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing? Nothing at all to be done? Okay, ihre Begleiter sind hier. Das ist die Trolle, die wir schon mal gesehen haben. Die strahlt jetzt gerade nur wegen meinem Licht. Und die haben sich hier anscheinend in die Katakomben begeben und sind dabei draufgegangen, weil der Typ sie anscheinend alle drei runtergeschubst hat. Ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat, aber mit einem Tritt kriegt er anscheinend sehr vieles hin. Wir sehen uns morgen wieder und gucken, wie wir hier rauskommen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.